Zu früh gefreut, mein Freund. Wie war das denn möglich? Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Mein Name ist Lars, ich bin hier mit dem Toddel. Hallo Toddel. Moinsen. Moinsen. Wir haben uns ein neues Spiel ausgesucht und zwar Spy Party. Genau. Ein One vs. One Game. Wo einer von uns den Spion spielt und der andere einen Scharfschützen. Richtig, genau. Und die Aufgabe des Scharfschützens ist es, herauszufinden, wer von den anwesenden Gästen einer Party der Spion ist. Genau, und der Spion muss ein paar Dinge tun, die ihn da verraten könnten. Und der Scharfschütze sitzt irgendwo im gegenüberliegenden Gebäude und muss anhand des Verhaltens der Gäste herausfinden oder herunternähern, wer denn der schurkische Spion wohl ist und dem mit seiner einzigen Kugel den Bregen rausballern. Genau. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Nee, kein Stück. Wir schauen mal rein, würde ich sagen. Genau, oder? Zum Zwecke der Demonstration, was hatte ich gesagt? Bin ich der Spion, ne? Genau. Gut, dann machen wir das mal. Ich kann hier so ein bisschen was aussuchen. Wir haben uns hier entschieden, erstmal für das Level Veranda. Da unten ist eine Cast angegeben. Ich sag mal random. Da bestimmt der Computer jetzt einfach mal, was für komische Typen da so rumrennen. Und hier sind meine Missionen. Ich muss den Botschafter verwanzen, den Doppelagenten kontaktieren, eine von mehreren Statuen vor Ort austauschen, höchstwahrscheinlich durch Drogen oder einen Mikrofilm oder sowas. Und außerdem noch ein Ziel verführen. Das klingt ganz schön schwer, aber ich probiere das einfach mal. So, alles klar. Gucken wir mal. Das Spiel ist über einen ganz, ganz langen Zeitraum von einer einzelnen Person entwickelt worden. Und irgendwie so ein Fan-Favorite auf ganz vielen Gaming-Messen und Conventions. Genau. Ist immer noch ein bisschen buggy stellenweise. Oh, das ist ja auch schon schön. Genau, ich bin jetzt hier der Sniper. Ich kann hier einmal um den Raum rumzoomen sozusagen. Und ich sehe dein Red Dot. Genau. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen unübersichtlich. Ja. Mit Rechtsklick kann ich Leute markieren, die auf keinen Fall der Spion sein können. Das sind so diese normalen Charaktere mit speziellen Rollen. Na, der Ambassador zum Beispiel oder hier der Double Agent und solche Geschichten. Und jetzt muss ich mir mal anschauen, was hier Phase ist. Es ist gar nicht so einfach. Oh Gott, es gibt einfach vier Orte, wo Statuen sind. Kann ich mir doch gar nicht merken. So ein Gedächtnis habe ich überhaupt nicht. Ja, am besten ist es ja, wenn man von Anfang an erstmal alle Statuen memoriert. Also was, wo für Statuen stehen, damit man dann auch merkt, wenn der Spion eine dieser Statuen ausgetauscht hat. Genau. Das ist aber alles gar nicht so einfach. Der Spion muss selber sich erstmal einen Überblick verschaffen, was hier überhaupt so für Leute rumkreuchen, weil der ja auch seine Ziele selber erstmal finden muss. Oh mein Gott, ey, ich bin echt ein bisschen überfordert gerade. Das ist echt ganz schöner visueller Input, wenn man hier als Sniper unterwegs ist. Ein bisschen scary. Ja, der Sniper, der sollte jetzt erstmal durch Deduktion quasi die ganzen Gäste rausfiltern. Du kannst so ein paar Leute einfach dann dunkel machen, andere highlighten. So ein bisschen wie beim Minesweeper, dass man erstmal rausfindet, wer könnte es denn sein. Richtig, ich habe noch keinen gehighlightet. Das hilft schon mal, ne? Ja, total. Ja, okay. Weird. Ich weiß überhaupt nicht, wer du sein könntest. Aber die Zeit läuft ja auch so langsam aus. Der Spion muss auch ein bisschen gucken, dass er die Aufgaben innerhalb der Zeit erfüllt. Richtig. Und das sind aber auch ein paar skurrile Figuren, die hier so rumolchen. Ja, absolut. Absolut. Kann ich nur bestätigen. Hast du denn schon einen Clou, wer ich sein könnte? Nee, keine Ahnung. Echt nicht. Keine Peilung? Nee.
Finde ich voll schwierig gerade. Ich finde, man kann am Anfang auch immer nur so auf eine Sache achten. Und ich weiß, du musst mit jemandem flirten und tralala. Aber da ich nicht weiß, mit wem du flirten musst, ich weiß auch nicht, mit wem du, wer da, gut, ich könnte rausfinden hier, der Ambassador. Aha, Banana Bread, okay, gut. Das ist ja spannend. Dieses Banana Bread ist wofür eine Ansage? Das Banana Bread sagt, dass du jetzt gerade den Double Agent eventuell kontaktiert hast. Ich könnte dabei dann theoretisch alle Leute ausschließen, die nicht in der Konversation waren. Das Ding ist nur, es waren gerade fast alle in der Konversation. Und da sich das hier auch noch um fünf Ecken erstreckt, dieser Raum, ist einfach gerade nicht drin gewesen, zu gucken, wo es war. Ich habe selber leider überhaupt keine Peilung, wer hier wer ist. Wieso, das siehst du doch. Ja, aber es ist auch für mich, es ist total überwältigend. Es ist wirklich einfach Wowsen. Das ist echt krass, ja. Also, ich, keine Ahnung. Ach, du hast auf jeden Fall schon mal die Zeit erhöht zwischendurch, ne? Das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Nicht schlecht, Kollege, nicht schlecht. Aber das ist echt so eine Sache, ne? Ich weiß halt nicht, worauf man achten muss. Das ist so weird. Ja, ich muss halt jetzt auch damit kämpfen, dass ich irgendwie meine Objectives irgendwie schaffe. Ja. Und zwar innerhalb der Zeit, die rennt mir nämlich auch davon. Die einzige Möglichkeit, die Zeit wieder aufzustocken, ist, indem ich mich da an die Reling stelle und meine Uhr kontrolliere, um da genau. um das wieder aufzubauen. Aber das siehst du natürlich, wenn da zwei Leute stehen und plötzlich springt die Zeit hoch. Das Ding ist nur, die Zeit ist halt rechts oben in der Ecke, man muss da echt Argusaugen drauf haben. Ja. Und ich habe es einfach nicht gesehen. So, Moment mal. What? Ja. Das war aber knapp, Kollege. Ja. Verdammt. Das war ich nicht. Ich war natürlich. Du hast sogar die Statuen schon ausgetauscht. Das war das Erste, was ich gemacht habe, bevor du überhaupt die Idee hattest, zu gucken, welche da sind. Ach, verdammt. Und ich habe die ganze Zeit auf die Statuen geguckt. Ja, ja. Blöder. Aber das waren halt vier Orte, wo es war. Und ich konnte sie einfach nicht am Anfang alle checken. Das war richtig übel. Mir fehlte jetzt nur noch, ich musste jetzt eigentlich nur noch mein Ziel zu Ende seducen. Ja. Aber mir ging halt permanent die Zeit aus. Und ich habe eben noch mal in so einer halsbrecherischen Aktion die Zeit hochgeschraubt. Völlig offensichtlich. Und hatte echt gedacht, du knallst mich gleich über den Haufen. Du hast auch die ganze Zeit auf mich gezielt eben. Und dann hast du jetzt den Dicken geknallt. Ja, das war 50-50 Chance sozusagen. Ja. Ja, ich finde es super schwierig als Spy. Also ich habe da Schwierigkeiten mit momentan den Überblick zu behalten komplett. Ich habe eigentlich habe ich nur auf einen Objective geguckt und das waren die Statinnen und das hat sich jetzt als völlig falsch herausgestellt, weil du sie schon längst ausgetauscht hattest. Yep. Ich hatte die halt genau im Blick die ganze Zeit. Ich habe genau gewusst, welche Statuen da stehen. Das Problem war, die waren halt schon ersetzt. Also hat es mir überhaupt nichts genützt in dem Fall. Voll gut. Soll ich dann mal den, den Sniper spielen? Wenn wir jetzt auf Play Again drücken, hoffentlich. Ja, Toddel. Spion ist ja auch richtig. Dann bambusel mich mal. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde erstmal das Bedienpersonal ausgrauen, um es loszuwerden. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und mir dann auch als Erstes einmal die Statuen angucken. Die Leute stehen aber auch immer so im Weg. Das ist wirklich ungeil. Alter, wie viele Statuen stehen denn hier bitte rum? Ja, genau das Problem hatte ich vorhin auch. Das ging gar nicht klar, ey. Das ging überhaupt nicht klar. Manchmal macht das so ein komisches Piep. Was hieß das noch? Weißt du das? Ich glaube, das ist es, wenn das über die Zeit rübergeht. Ah ja, stimmt, wenn eine Minute verstrichen ist. Genau. Also ich sehe, du hast auf jeden Fall die Statuen schon abgehakt. Wieso? Weil eine sich schon verändert hat. Ich habe aber nicht gesehen, wer. Ist das so?
Ja. Ja, ist wohl so. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ja, ne? Es ist schwierig. Ich finde es auch richtig, richtig gar nicht schwierig. Also am besten gucke ich mir erstmal die Kollegen an, die relevant sind hier. Die Suspected Double Agents und den Ambassador. Ja. Das sind die Leute, die ich im Auge behalten muss. Weil um die wirst du ja wahrscheinlich dann eher rumwuseln. Vielleicht. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht. Denke ich mal. Ich habe keine Möglichkeit, überhaupt auszugrauen. Also wie soll ich denn jetzt deduzieren? Wie soll ich jetzt deduzieren? Ich sehe keine Aktion, ich höre keine Aktion. Ich kann niemanden ausschließen. Ah ja, doch, jetzt. Geil, da standen jetzt wirklich alle beisammen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es ein Fake Banana Bread war. Das ist halt die Sache, ne? Man kann halt einfach faken, so. Das ist echt lustig. Aber ich stelle mich auch gerade echt dämlich an. Also, keine Ahnung. Also ich habe einen Verdacht, aber der ist vollkommen unbegründet. Wirklich total. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt irgendwie was machen sollte. Was kann man da jetzt tun? Kein Plan, kann ich dir nicht sagen. Also, wie gesagt, ich hatte ja vorhin auch extreme Schwierigkeiten. Da irgendwie was draus zu machen. Echt überwältigend. Ja, okay, das ist natürlich Quatsch. Also ich beobachte jetzt natürlich hier meine Double Agents. Wenn man so einen Double Agent guckt, dann muss man mal schauen, ob der Spion... Aha. Ob der Spion dann eventuell... ob da einer daneben steht, der dann so in die Tasche reinarbeitet. Ja. Das kann man immer gucken. Okay. Was war das denn? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So, ich muss jetzt einfach mal ein paar Leute ausschließen. Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Zu früh gefreut, mein Freund. Wie war das denn möglich? Hast du das getimed? Was denn? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Die hat genau in dem Moment auf die Uhr geguckt, wo die Zeit hochgegangen ist. Aber genau. Aber witzig ist, du bist der gewesen, den ich von Anfang an im Gefühl hatte, aber ich konnte es halt null belegen. Überhaupt nicht. Das Ding ist, ich hatte echt extreme Probleme mit dem Parsing gerade. Das heißt, ich bin ständig, ich wollte in Gruppen rein und die waren dann aber schon voll. Und dann bounst du da so außen drum rum und mir ist echt der Schweiß auf die Stirn gekommen, weil ich da halt so völlig awkward um die Gruppe rumgezickelt bin und ich in die scheiß Gruppe rein wollte, um den Double Agent zu kontakten. Es ging aber nicht, weil die mich nicht rangelassen haben. Deswegen bist du mir auch aufgefallen. Ah, ganz furchtbar, aber das muss man auch erstmal wissen, ne? Dann so, dass das Circle dann voll ist und dass du dich dann nicht einfach zustellen kannst. Was bin ich denn jetzt wieder, Sniper, oder was? Ja, nee. Doch, du bist wieder Sniper. Okay. Ich erschieße einfach einen. Na, der andere nicht gleich wieder direkt am Anfang. Okay, welches Level ist denn das jetzt? Bevor du am Anfang, also bevor du am Ende das nicht schaffst, dann lieber auf einen abdrücken. Okay. Das ist auf jeden Fall vernünftig. Nicht gesehen, Digga. Kannst du vergessen. Hast du? Ja, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich glaube, du hast die Statue schon ausgetauscht. Hast du? Hast du, ne? Vielleicht. Noch woanders Statuen? Ich sehe gerade nur zwei Positionen. Ja, keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ich graue hier mal wieder Leute aus. Kommt her hier. Das ist aber auch echt ein bisschen kringelig. Ganz im Ernst. Fregel, Fregel, Fregel. Also einige von diesen Kollegen, die da rumeiern, ne? Ja. Die machen einem das auch nicht einfach. Nee, ich sag ja, das ist echt tricky. Also ich habe da echt Probleme gehabt vorher.
Also rumeiern ist, glaube ich, auch das richtige Wort bei diesen Kollegen. Ja. Also ich bin da ein paar Mal wirklich kollidiert mit irgendwas. Banana bread. What? Okay. Also kannst, wenn du wirklich den Mut hast. Ich glaube, du bist der da. Nein. Aber ich war gerade auf dem Weg, mich da richtig durchzubrute-forcen. Ja, ich habe einen gesehen. Objective nach dem anderen gemacht. Hast du die Statue gleich am Anfang gemacht? Nee. Hm. Ich habe sie einmal aufgenommen, wieder hingepackt und dann nachher, eine Minute später oder so, habe ich sie dann gemacht. Ah, okay, ja. Das Aufsammeln habe ich mich am Anfang einmal gesehen. Da hatte ich dich kurz im Verdacht. Und dann habe ich genau hingeguckt. Mhm. Na gut, ich gebe dir mal eine Chance. Es wäre ganz cool, wenn man sich einen Charakter aussuchen könnte. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Das geht bestimmt irgendwie, wir sind noch zu doof. Vielleicht. Wie gesagt, das Spiel ist an einigen Stellen extrem poliert und an anderen wieder gar nicht. Also es fühlt sich an wie ein Spiel, was 10 Jahre in Entwicklung war. Aber ich finde es auch irgendwie, es ist ein Sozialexperiment. Der Erschaffer nennt es ja selber einen Reverse-Turing-Test, also herauszufinden, wie ein Spieler sich möglichst wie ein Computer verhalten kann. Mhm. Und das finde ich finde es sehr reizvoll. Aber ich glaube, man braucht echt eine Weile, um diese ganzen Sachen dann auch aufzuschnappen. Ja, definitiv. Keine Ahnung. Okay. Die Statuen sind auf jeden Fall gut zu merken. Okay. Erstmal die Leute ausgrauen, die man nicht braucht. Ja. Die Leute angrauen, besser die ist. Man nicht beachten muss. Das war ein bisschen offensichtlich, ne? Kollege. Ja. Da hast du zu schnell geguckt. Nee, ich bin um die Ecke gefahren und habe mit dem Laser woanders hingezeigt, aber hab die Kamera so behalten, dass ich die Statue sehen konnte. Ach so, okay, alles klar. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Interessantes Game auf jeden Fall. Mhm. Muss man mal schauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir würden ja, jetzt erstmal einen Cut cool machen. Findet. Und spannend findet, ne? Dann sagt mal Bescheid. Jo. Ich könnte mir schon vorstellen, das ein bisschen mehr zu spielen. Mhm. Also darin besser zu werden, ist auf jeden Fall spannend. Ja, das, glaube ich, hat eine hohe Skillkurve, auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Also mir hat es Spaß gemacht. Mhm. Lasst doch einen Kommentar da oder ein Like oder ein Abo. Genau, würde uns freuen. Weiter. Schreibt uns irgendwas auf Facebook oder auf Twitter, da sind wir auch überall vertreten. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Genau, das wäre klasse. Bis dann, reingehauen.